ist relativ klar, was ich machen muss. Ich muss ja erstmal die. Nee, ich dachte, die Fallscheibe nicht manipulieren. Das ist ja fast bedauerlich. Ja, der Händler hat mir nichts zu sagen. Ich muss hier irgendwie Licht reinspiegeln. Ich muss irgendwie die Leute blenden. Das ist, mal gucken hier. Ach, Schildpanzer. Ach nee, den. Schildpanzer? Der Schild einer Galearen-Panzerkröte. Das sind mannshohe Riesenkröten, die hervorragende Rüstungen und Schilde bauen. Okay. Hauptsache, die Schildkröte baut selber die. Oh Mann, ey. So, das Leucht strahlt hier aber immer noch nicht. Hätte eigentlich gedacht, aber anscheinend. Na gut, dann mal wieder zurück zum vorderen Teil. Hier ist der Grimpf. Ja, wo ist denn der Kapuzenmensch auf einmal eigentlich hin? Denn ich muss jetzt gleich mit den Leuten reden, mir die Sachlage erklären lassen und dann Termiten oder die kann ich vielleicht eventuell anfüttern, die Freunde? Nee. Na gut, dann sprechen wir jetzt mit Marzas und danach mit dem Chef, der mir wahrscheinlich nur die Übungen erklären wird. Hallo Sunshine! Verschwinde! Oder willst du aufgeben? Ich doch nicht! Warum mag die mich nicht? Oh Mann. Hallo Sunshine! Okay. Ich doch! So, hier, Kriegshäuptling. Also, wie läuft das mit den Wettkämpfen? Der erste Wettkampf ist die Prüfung der Kraft. Pizzaplatte. Oh, schon wieder Arm drücken? Nein! Ihr messt euch in der traditionsreichen Ork-Sportart des Zwergenweitwurfs. Ihr stoßt euer Sportgerät, Zwerg, so weit wie ihr nur könnt. Wer ihn weiter stößt, hat gewonnen. Dieser Baumstamm da, ist der Zwerg? Ein Gartenzwerg. Korrekt. Ach, okay, alles klar. Oh, verdammt. Ein sehr guter Versuch. Was hat der da? Oh nein. 12 Fuß. Hervorragend. Das kann nicht so schwer sein. Ja? Wie wäre es, wenn wir den Wettkampf für mich etwas interessanter gestalten? Ich trete mit Handicap an. Huh? Du hast dich an ein Äußeres gewöhnt. Wenn überhaupt, ist es ein Handicap für mich. Das bedeutet, die ehrenvolle Marzas erlaubt dir in jeder Disziplin beliebig viele Versuche zu unternehmen, ihre Leistung zu überbieten. Und wenn es dir ein einziges Mal gelingt, hast du in dieser Disziplin sofort gewonnen. Praktisch. Hm. Von mir aus. Hier mit dem Zwerg. Ja, das wird jetzt sicherlich total erfolgreich. Also, ist ja bekannt für seine Körperkraft, würde ich sagen. Geht das Ding noch nicht mal hoch, oder? Beeindruckend. Oh, doch. Ich habe also beliebig viele Versuche, richtig? Bis die Sonne untergeht. Dann hat der Führende gewonnen. Verdammt. Ich werde das einzig Ehrenvolle tun, das mir in dieser Situation bleibt. Machst das verstecken? Bescheißen, was das Zeug hält. Ach. Ja klar, also jetzt hier nochmal versuchen wir es nochmal mit den Termiten. Ich hab doch schon Pläne ohne Ende. Hey, ihr da. Ah, das Säugetier. Ihr kennt euch doch mit Holz aus. Warum ist dieser Zwergholzstamm so schwer? Oh Mann. Ein unsichtbarer Zauberer drückt ihn zum Boden. Das glaube ich nicht. Was erwartest du? Das Ding ist ein massiver Holzstamm. Die sind immer schwer. Könnt ihr den Stamm nicht vielleicht aushöhlen? Klar könnten wir. Aber was bekommen wir dafür? Was wollt ihr denn? Ein Brett? 1784? Chateau Latif. Hüss. Was ist das? Holz, das im Jahre 1784 zu Weinfässern, Schränken und Särgen verarbeitet wurde. 1784 war ein außergewöhnlich guter Holzjahrgang. Uh-huh. Verarscht ihr mich? Wo soll ich sowas finden? Dein Problem. Könntet ihr nicht bitte einfach so den Zwerg aushöhlen? Da bist du an der falschen Adresse, Affe. Sehen wir aus wie Holzwurm-Sozialisten? Schlimmer. Oh verdammt, ich will eine Folge Holz vom Sozialistenpack nennen, aber ich glaube, dass das passt. Ich muss weiter. Ach, bis bald, Affe. Ach, ist das tragisch. Ich muss die Folge irgendwie schränken. Ja. Das Ding wiegt mindestens 1 Tonne. Es ist ein massiver Stamm und das Holz hat sich mit Wasser vollgesogen. Ein Trümpf. Warte mal, kann ich jetzt vielleicht den Schaft hier? Okay, aber den brauche ich wahrscheinlich für irgendwie einen ganz tollen Bogen. Schon irgendwie. Beinahe ein Pfeil. So würde er allerdings nicht geradeaus fliegen. Ach so. Ein schöner, selbstgebastelter Pfeil. Der Hammer.
Ach so, ja, ich hab schon einen Plan, wie das laufen wird. Also ich muss wahrscheinlich erst hier die ganze Geschichte bestehen, aber ich habe einen Händler. Ich weiß ja nicht, was ich den anbiete, aber naja, vielleicht kriege ich auch irgendwie mein Chateau lassen. Moin. Servus. Also ich hab... Oh. Ah. Hehe. Ich müsste meine Muskeln ein wenig auf Vordermann bringen. Hast du Stärkungselixiere? Es gibt strenge Dopingvorschriften bei Kriegerwettkämpfen. Ja? Und? Ach, ist doch egal. Ich habe nicht einmal mehr einen lächerlichen Mana-Trank. Schade. Ja. Genug geredet. Jo, das Stärkungsmittel für der Genom Grimpf. Ach, jetzt kann ich das Ziel angucken, ist ja schön. Eine Zielscheibe. Ziemlich leicht zu treffen. Ja, ich habe da ja einen perfekten Plan. Also das perfekte Verbrechen ist bereits geplant. Also ich muss die... Ich ahne, dass ich die blenden muss. Zack, Pfeil reinstecken. Zack, gewonnen. Das wird schon... Oh, guck mal, erst hier. Oh, da ist das Chateau Latif. Entschuldigung? WTF? Hm. Ich soll ja nicht in Abkürzung sprechen. Okay, what the fuck? Das. Was ist das? Ein Brett und ein Zettel. Der Kuttenträger hat es sich eben auch angesehen, glaube ich. Da steht ein 1784er Brett von Chateau sowieso. Das gibt's doch nicht. Verdächtig. Allerdings, hier wird einem normalerweise nichts geschenkt. Vielleicht ist es eine Falle. Irgendetwas sagt mir, dass ich vorsichtig sein und mich lieber beeilen sollte. Okay, gut, ich ahne bitterlichst, dass es tatsächlich eine Falle ist und dass ich hier nur einfach so schnell wie möglich raus soll, denn mich vor der Haustür die dunkle Garde erwartet und die mich einfach hops nehmen. Ja, gut. Na gut, dann, das Holzbrett sieht zwar irgendwie nicht so besonders frisch aus, aber die Termiten sind ja Experten, die werden das sicherlich sofort erkennen. Oh Mann. Hast du das Set? Sieht wie ein schön passend aus. Hier, euer Chateau Dingsbrett. Ein 1784er Chateau Latif. Das ist doch... Oha. Das ist es. Das Bouquet, der erdige Duft. Ihr Affen könnt sowas nicht würdigen. Aber Kenner tun alles für so einen außergewöhnlichen Happen. Erspart mir das und hüllt endlich den Zwerg aus, wenn ich bitten dürfte. Wird gemacht. Wir hätten aber auch für dich die Orks ausschalten und den Gnom befreien können. Nee. Aber das war wohl zu kompliziert für dein Säugetiergehirn. Kommt, Jungs! Bring uns zum Zwerg, King Kong! Du bist so ein... So ein... Kappe! Ich habe alles unter Kontrolle. Oh, Mann. Oh, Mann. Das sehen die nicht? Also ich hab kurz... Hey, Jungs! Es gibt Arbeit! In Ordnung! Los, Männer! Angriff! Ich sollte das Gewicht ganz erheblich reduzieren. Ich glaube auch. Stoß ein zweites Mal. Ja, mal gucken. Wenn die Termiten ihren Job richtig gemacht haben, müsste der Stamm jetzt eher meine Kragenweite sein. Ich sehe schon, dass das Jens knapp schafft. Ganz knapp. Hallo, ich bin bereit für meinen zweiten Versuch. Oh, das wird witzig. Wir sind bereit. Oha. Die sind so grün, die Typen. Also die Orks. Ich wüsste gerne, was auf den Schild da steht. Wo meine Maus drauf ist. Das ist ja nicht wirklich viel schwer weiter. Sehr beeindruckend. Er hat betrogen! Was? Hab ich nicht. Hast du doch. Aber auch das nützt dir nichts. Mein Versuch war noch ein Stück weiter. Wir werden das ausmessen. Oh ne, oder? Erstaunlich. Was? 12,5 Fuß. Was? Der Mensch hat gewonnen. Was? Du musst beim ersten Mal falsch gemessen haben, alter Mann. Hat er? Schweig! Ich bin der Schiedsrichter des Wettkampfes und mein Wort ist Gesetz. Der Mensch hat mit 1,5 Fuß gewonnen. Der nächste Wettkampf ist die Prüfung der Geschicklichkeit. Du warst auch gut. Für eine Frau. Habe ich was verpasst? Glück muss man haben. Oh, das wird interessant, wenn ich mir das Recording nochmal angucke. Was zur Hölle war da los? Eine Traumweite. Hoffentlich schauen sich mal Sass und der Häuptling das Ding nicht genauer an, bis ich weit, weit weg bin. Das würde helfen, das Ding zur Seite zu tragen, auf jeden Fall. Aber ach ja, wir lassen ihn einfach liegen. So, jetzt bin ich aber gespannt, wie ich das mit dem Licht mache. Ich meine, das ist mittlerweile später Nachmittag. Oh, was hat denn für ein Bogen? Der sieht so martialisch aus und so kräftig. Hallo, Ork-Häuptling.
Ich glaube, ich habe eine blasse Idee davon, was der nächste Wettkampf sein könnte. Es ist die Prüfung der Geschicklichkeit. Bogenschießen. Mhm. Ui, wie funktioniert das? Oha. Du musst einen Pfeil von hier aus ins Schwarze schießen. Oha. Ach, wirklich? Geh aus dem Weg, Schwätzer. Dieses Mal wird dich niemand retten. Ich treffe jedes Ziel. Oh, verdammt. 10 Punkte für Masas. Du bist an der Reihe, Mensch. Ich habe keinen Bogen. Ein Krieger ohne Bogen? Ich schlage vor, du besorgst dir einen. Aha. Und wo du dabei bist, auch gleich noch Pfeile, ein scharfes Auge und eine ruhige Hand. Und Ohrenstöpsel. Mhm. Verdammt, das mit dem Bogen hatte ich noch gar nicht auf dem Schirm. Naja, ich gehe jetzt nochmal hier rein und noch hoffen, dass ich irgendwie einen Helm finde oder irgendwann einen Bogen oder so. Oder liegt der hier wieder gleich auf dem Tisch? Oder ist da der Bogen? Ich schreie gleich, wenn da der Bogen liegt, ich ja niemals rankomme. Grimp. Na, vielleicht hat Bilbo ja eine Idee. Ich sollte ihn schlagen. Ich kann. Ja, vielleicht hat der Händler ja einen Bogen, man weiß ja nie. Für den. Verdammt, Händler weg. Was das trifft jedes Mal genau ins Schwarze. Wenn ich mir nicht irgendwas einfallen lasse, kann ich höchstens ein Unentschieden rausholen. Was? Hat er gerade gesagt, wenn ich mir... Was das trifft jedes Mal genau ins Schwarze. Wenn ich mir nicht irgendwas einfallen lasse, kann ich höchstens ein Unentschieden rausholen. Okay. Gut, also mal mit Blenden ist auf jeden Fall auf Schirm, aber... Aber kriegen die das... Wenn ich jetzt das Lager verlasse, kann ich nicht draußen noch ein bisschen im Schrott wühlen? Ach, jetzt ist der Händler hier. Ach, guck mal, die Gestalt. Wer könnte das denn sein? Moin. Servus. Hast du einen Bogen und vielleicht zielsuchende Pfeile im Angebot? Ich habe keine Bögen. Und hätte ich zielsuchende Pfeile, hättest du sie längst im Rücken. Verdammt. Ich mag keine Unhöflichkeiten. Ja. Genug geredet, ich hab... Na gut, vielleicht hat die finstere Gestalt ja noch Frieden mit der Gestalt oder haut die gleich wieder ab und lässt den Bogen liegen. Grüße, Fremder. Ey, ich hab ne Idee, wer das ist. Und zwar der Geliebte von der Wasserleiche, aber das halte ich für sehr unwahrscheinlich, aber ist gerade der Einzige, der meint wird. Wer bist du? Warum schleichst du hier herum? Das geht dich nichts an. Bist du sowas wie ein Spion? Nein. Willst du mir etwas verkaufen? Vielleicht ein E? Nein. Das ist auch irgendein Bezug auf etwas, aber leider kann ich das nicht direkt wiedergeben. Ich weiß, dass das irgendwo herkommt, weil... oh Gott, das muss ich richtig weit ausholen, um das zu erklären. Und zwar, ich habe nie WoW gespielt, aber es gab so ein Hörspiel, das haben sich irgendwelche WoW-Leute gemacht, das hieß Animania, das war eigentlich ganz witzig. Und auf jeden Fall gab es da irgendwann mal eine Szene, dass irgendein Typ, der war Schurke, also dieser komische Typ, der mit einem Handschleichmesser am Rücken, kennt man ja. Und der hat irgendwie auch mit genau so einer Stimme, willst du ein E kaufen, gemacht. Und ich glaube, das hat irgendwie noch einen Drittbezug, den ich aber nicht kenne, aber irgendwoher kommt das. Na gut, hast du einen Bogen für mich? Ich habe einen Pfeil, aber ich brauche noch einen Bogen. Hast du einen? Ich kann dir einen Bogen besorgen. Tatsächlich? Was willst du dafür? Nichts. Wie ungewöhnlich großzügig. Geh zum Krämer und sag ihm, dass du 98 Kupferkessel kaufen willst. Der Preis spielt keine Rolle. Warum das denn? Ich habe genug von Kupferkesseln. Ich habe den halben Tag in der Drachenhöhle. Tu es. Dann besorge ich dir den Bogen. Okay. Okay, ich habe sogar noch eine bessere Idee, und zwar, dass das die... Also, der macht dann gleich eine Zeitreise mit, weil der sieht doch von der Gestalt und Größe und der Handhaltung genau so aus. Man läuft sich bestimmt... Das ist der Vergangen... Also der Zukunfts-Nate ist. Wäre jetzt so meine Theorie. Ich meine, die Stiefel sind... unglaublich... Guck mal, das ist... das passt auch noch. Einfach eine andere Farbe. Na, mal gucken. Vielleicht hat doch der Grafik ja gespart. Moin. Servus. Ja, ich möchte übrigens... Ich würde gerne Kupferkessel kaufen. Toll. Wie du siehst, habe ich eine breite Auswahl verschiedener Kessel. Mhm. Ich brauche 98. 98 Kupferkessel? Das wäre nicht gerade billig. Gold spielt keine Rolle. Meine Auftraggeber haben mehr als genug davon. Verstehe. Ich würde dir wirklich gerne das Gold aus den Taschen ziehen. Aber ich habe nicht einmal einen einzigen verdammten Kessel. Schade. Allerdings. Oh nein.
Genug geredet, ich habe einen Gnom zu retten. Oh nein. Du meinst. Der Vergangenheit, das geht immer mehr auf. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Grüße, Fremder. Ja. Ich habe den Krämer nach Kupferkesseln gefragt. Gut. Aber er hat keine 98 Kupferkessel. Natürlich nicht. Das ist... Warte hier. Bald werde ich deinen Bogen haben. Oh nein, das ist da hundertprozentig. Ich hoffe, ich darf das doch spielen. Das wäre richtig spaßig. Ist da nicht mal so eine Geschichte, in der ein Mann seine Seele an den Teufel verkauft hat? Was? Davon weiß ich nichts. Also, ich bin da mir absolut sicher. Also, mittlerweile bin ich mir wirklich absolut sicher, dass es der Zukunfts-Nate ist, der jetzt eben mal kurz zurückgereist ist und